Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom ETS 2 hier im Multiplayer. Wir gucken einmal, oh, da kommt tatsächlich gerade einer. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Der kommt uns aber, glaube ich, entgegen. Ja, wir sind hier noch mit dem Kraftstoff unterwegs. Nimm die Ausfahrt rechts. Und wenn dir das Ganze gefällt, dann lass mir doch auch gerne ein Däumchen da. So, wir verlassen am jetzt Kreisverkehr vierte Ausfahrt nehmen. Erstmal die Autobahn. Da ist alles gut. Das heißt, wir düsen hier wieder durch die tollen spanischen Kreisverkehre, die ich doch ach so liebe. Real Talk. Oh. Was ist denn jetzt passiert? Ich bin doch nicht gegen die Leitplanke da gefahren. Ich bin doch gar nicht gegen die Leitplanke gefahren. Nee. Das kannst du mir nicht erzählen. Schnell weg. Diese Ausfahrt. Schnell weg. Hier hat keiner gesehen, oder? Ist doch gar nichts los. Scheiße, ey. Oha, erster Aufenthalt in Teruel. Oder wie man das ausspricht. Alter, wie peinlich war das denn jetzt? Scheiße, ey. Ach ja, naja, gut. Eigentlich wollte ich ja nur einen Screenshot machen. Belastend. Naja, gut. Scheiße, ey. Einfach gegen die Leitplanke gefahren. Ja, moin. Was soll das denn, ey? Naja, so, wir fahren weiter. Es ist ja nichts passiert. Oh, oh, oh. 12%, aua, mein LKW. Mein LKW, Freunde. Schlimm, schlimm, schlimm. Das tut weh. Aber wir bringen ihn nachher mal in die Werkstatt und dann ist alles wieder gut. So, achso, was haben wir denn hier an Kilometern noch überhaupt? 22 nur noch. Ja, moin. Wir sind gleich da. Perfekt. So, ich muss mich hier mal wieder ein bisschen konzentrieren, Leute, weil ansonsten seht ihr ja, was passiert. Nämlich, dass ich gegen irgendwelche dusseligen, blöden Leitplanken knalle. Also, was soll das denn bitte? So ein Scheiß. Kannst dir nicht ausdenken, sowas. Ja. Voll geil hier. Demnächst rechts abbiegen. Oh, ich sollte auch mal auf meiner Bahn hier bleiben. So, dann wollen wir mal hier. Biege nach rechts ab. Ja, 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 ist ja gut, ist ja gut. Von da kommt nichts. Von da sieht es auch gut aus. Wunderbar. So, dann sind wir ja schon gleich am Ziel, können unseren Kraftstoff abgeben. Und dann würde ich sagen, suchen wir uns auf jeden Fall gleich mal eine neue Fracht raus. Biege nach rechts ab. Hier geht's rein in die Raffinerie oder was? Demnächst links abbiegen. Ja. Wir haben da ein bisschen was stehen, ne? Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Hier ist sogar einer, wie nice. Biege nach links ab. Erstmal gleich jemanden treffen hier. Hier endet es. Erstmal hier öffnen das Ding, das Tor. Ah, da vorne ist einer, nice. Wo muss ich denn hin eigentlich? Dann lassen wir den vorbei.
muss doch irgendwo hier hinten irgendwie hin. Ah, hier. Okay. Ja, das ist ja entspannt. Das ist ja entspannt. Wow, guck mal hier. Hackschnitzel. Im LS schon. Hier, komm, Hackschnitzel, guck mal. Geil. Auch einfach nice, dass sowas auch mittlerweile animiert ist und so, ne? Das finde ich auch ganz geil. So, dann rutschen wir den da langsam rein. Ah, komm, da ist. Okay, was geht ab? Was geht bitte ab mit unserem LKW, Alter? Was ist da schon wieder los? Ah, nicht ganz sauber, aber es ist okay. Es ist okay. So, wir sind angekommen. Perfekt. Wunderbar. Gucken wir mal, ob wir hier gleich was mitnehmen. Hier einen schönen Bagger. Holz. Das sind alles so weite Fahrten, ne? 500 geht aber eigentlich. Hier. 400 mit dem Bagger, Tieflader. Das machen wir. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Lass uns loslegen. Yes, let's go. Wo ist denn der Bagger? Da vorne steht er schon. Guck mal hier. Vorne First Class oder was? Erste Reihe. Direkt. Oh, hallo. So, nicht ganz so schnell daran. So, bis es ruckelt. Zack. Okay, wir fahren los. So macht man das, Freunde. So macht man das. Ah, guck mal hier. Da würde ich aber sagen, da müssen wir auch mal wieder hier die Partybeleuchtung anmachen. Eieiei. Eieiei. Sehr nice, sehr nice. So, wir fahren los. Mach ob die Tür da. Biege nach rechts ab. So, ich habe jetzt hier einen ganz schön langen Dings dran, ne? Demnächst rechts abbiegen. Alter. Hauptsache für so einen kleinen Trecker so ein dickes Tiefbett, ey. Biege nach rechts ab. Okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren mit dem Ding hinten. Da, weil der ja so ein bisschen abbiegen. Ausschwenkt. Dass wir die Kurve. Biege nach links ab. Dass wir die Kurve auf jeden Fall ein bisschen weiträumiger ausfahren. Okay. Perfekt. Wir sind on the road. On the road again. Demnächst links abbiegen. On the road again. Okay, biegen wir links ab. Ja, wie soll man das denn machen, ohne in den Gegenverkehr zu kommen? Stelle ich mir gerade mal so die Frage beim Abbiegen. Das verstehe ich noch nicht so ganz. So, 80 darf ich. Jetzt wieder nur 50. 60 meine ich.
Lass uns langsam mal ausrollen ein bisschen und dann passt das schon. Aber wir sind hier gut unterwegs heute, muss ich sagen. Also wir sind hier gut am Kilometerreisen. Oh, wie viele haben wir jetzt eigentlich? 400 nochmal. Perfekt. Das ist entspannt, Leute. Das ist richtig entspannt. Ich glaube, das wird jetzt auch... Das wird jetzt auch eine Strecke sein, die wir bisher noch nicht gefahren sind. Also rein von dem Ort her, da waren wir noch nicht. Das heißt, da wollte ich mich auch irgendwie langsam mal ins Spanien-Innere bewegen. Oder aber auch mal langsam Richtung Portugal. Das wäre halt auch ganz, ganz nice. Das wäre halt echt auch ganz nice. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir langsam aber auch mal in die jeweils anderen Richtungen kommen. Aber erstmal liefern wir hier unseren kleinen Trecker mit Baggerfunktionen aus. Dafür fahren wir jetzt wahrscheinlich erstmal gleich auf die Autobahn, so wie ich das kenne hier. Schwede, ey. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend, weil wir jetzt in den Kreisverkehr gehen. Und ich bin mal gespannt, wie wir das hinbekommen mit dem Trailer da hinten dran. Am Kreisverkehr fährt der Ausfahrt nehmen. Oh, das ist wieder unser böser Kreisverkehr hier. Dieser scheiß Leitplanke da. Unnötig, einfach unnötig. Nimm diese Ausfahrt. Okay. Gut, das hat ja relativ gut geklappt. Perfekt. 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 Aber er hat gut zu ziehen, ne? Also er hat wirklich gut zu ziehen, ne? Wunderbar. Sehr nice, sehr nice. Jetzt geht das hier. Jetzt können wir hier eigentlich wieder Tempomat reinmachen. Und dann lassen wir die letzten 350 Kilometer rollen wir einfach über die Straße und dann ist gut. Wisst ihr, wie ich meine? So wird das laufen. Ja, dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge dann den Auftrag abgeben. Und dann schauen wir mal, was wir denn noch Feines finden. Also wie gesagt, ich würde gerne nochmal in Spanien ins Landinnere fahren wollen. Und halt auch ganz gerne nochmal Richtung Portugal in die Richtung. Schauen wir mal, ob wir da Frachten bekommen. Und ja, dann gucken wir mal, wie weit wir da so vordringen. Vielleicht nehmen wir einfach immer ein bisschen kleinere Frachten, dann machen wir das so, dass wir halt immer Stück für Stück dann halt ja, da halt hin können. So sieht's aus. Oh, da kommt sogar noch einer. Mal hier gleich die Hupe zünden. Moin, Meister! Ah, steht das bestimmt gar nicht da. So, das ist natürlich jetzt noch Strecke, die wir kennen, aber ich glaube, jetzt gleich da vorne biegen wir dann ab auf die neue Route, so gesehen. Aber ich finde, ETS bringt echt mal wieder Bock, ne? Es ist halt einfach auch ein recht entspanntes Spiel, ne? Klar, gar keine Frage. Nimm die Ausfahrt rechts. Aber ich finde, es ist auch...
Ich finde das geil. Ich finde das entspannt einfach. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Klar ist das immer so mäßig dasselbe, ne, weil man immer Frachten ausliefert. Aber ich finde trotzdem kann man das gut auch so als LP halt mal spielen. Ne? Nimm diese Ausfahrt. So. Gut, Freunde. Ich würde aber sagen, wir haben es geschafft für die heutige Folge. Wenn es dir gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Checkt auch unbedingt die Videobeschreibung ab. Wie gesagt, im Discord wird es einen Link geben zum Gewinnspiel. Da könnt ihr dann gerne dran teilnehmen. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Und ja, dann sehen wir diese Ausfahrt. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs dabei sein. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Ja, ist ja gut. An. So, vielen Dank fürs dabei sein. Macht es gut. Und nimm diese Ausfahrt. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ich gucke mal, wo ich hier irgendwo parken kann. Aber es sieht hier alles irgendwie nicht so nice aus zum Parken. Ah ja, ich werde schon ein Plätzchen finden. Vielen Dank fürs dabei sein. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Ihr vielleicht. Tschüss.